Jo, hi, zurück zu God of War. Wir sind hier noch bei den Zwergen und die wollen uns ja eine schöne, spezielle Waffe schmieden, um den Heimdall zu killen. Bin gespannt, was das ist, weil bisher haben wir nur diesen kleinen Ring gesehen. Ich habe keine Ahnung, was dabei rauskommt. Okay, lass mal gucken. Ah, dann mal auf zu der Dame. Ich übernehme. Ach, die Dame. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das war alles meine Idee. Ich spreche mit der Dame. Ich habe noch nie mit der Dame gesprochen. Ja. Und das hat seine Gründe. Ja, wollte gerade sagen, das hat seine Gründe. Was? Nein. Ich muss doch... gehört. Keine Bange, ich werde es nicht vermasseln. Was zum... Ach, ihr Furunkel. Das soll uns aufhalten. Da habt ihr euch getäuscht. Was war denn na, das? Na, mal wenigstens ach, was. Keine Ahnung. Sindri, der den ganzen Ruhm einstreichen wollte. Nichts Neues. Nicht das. Das Tor. Was ist mit dem Tor? Wahrscheinlich hat jemand den Niederwähler am System rumgepfuscht. Am System. Vermutlich deswegen, weil ihr ständig irgendwo einbrechen musstet. Aber zerbrich dir nicht den körperlosen Kopf, mein Freund. Brock ist gut vorbereitet. Ich kenne von früher noch ein paar Ein- und Ausgänge. Tore, an die sie nicht mal im Schlaf denken würden, weil sie nämlich dumm sind. Brock, wo sind wir? Hier seid ihr richtig. Ein verlassener Versorgungstunnel. Direkt zum Schmiedelager. Wir sehen uns da oben. Na los! Brock. Und weg ist er. Bist du sicher, er war die richtige Wahl, Bruder? Ich vertraue ihm. Er rede Tacheles. Und doch so anschaulich. Eine ungewöhnliche Oberfläche. Von Alben, glaube ich. Ja, eben. Das wundert mich jetzt auch ein bisschen. Hat sie alles kaputt kloppen? Junge. So ein Ding auch? Nee. Okay, let's go. Da geht's lang, da geht's auch irgendwie lang. Mach mal bitte Feuerchen hier. Nee, das hier. Danke. Um nichts zu verschenken, gar nichts. Was sind die Dinger da? War nix, okay. Das haben wir jetzt nicht gebraucht, aber shitty. So, kannst du vielleicht. Kann ich das ja selber? Wir nein? Werden hier zusammenarbeiten müssen. Ja, dann feuer mal drauf. Na bitte, wenn wir weiter zusammenarbeiten, brennt eines Tages vielleicht Asgard. Das ist nicht meine Absicht. Aber es könnte dein Schicksal sein. Was willst du damit andeuten, Hoheit? Rein gar nichts. Junge, was hier alles rumliegt. Guck dir das mal an. Armer Kerl. Wieso so. Hat er sich da versteckt? Etwas in diesen Tunneln fürchtete er mehr als zu verhungern. Nicht sehr rational. Das so, ist ganz wieso selten. Wollen wir hier nicht irgendwo weitergehen? Ich hätte jetzt gehofft, wir machen hier den Flitzi. Buddy kommt gleich gar nicht mit. Die sagt sich, Diggi, das war sowieso falsch. So, das heißt, das Ding hier. Ah, ein Tunnel für Schnaps und Sprengstoff. Ein hübsches Beispiel der Zwergenkultur. Du verhöhnst eine Kultur, die du unterjocht hast. Typisch Asien. Na gut, das hatte ich wohl verdient. Weiter. Wechsle die Pfeile! Sehr gut. Junge, haust du mal zu, oder was? Ja, ich weiß, warum der Versorgungstunnel stillgelegt ist. Mit den Klingen kann man da gar nichts machen, ne? Jo, da ist stillgelegt und hier haben wir noch ein paar Sachen kaputt.
Okay. Der hier? Jo, kaputt. Nee, Mensch. So geht das nicht. Ah, ein segensreicher Ölfleck. Zeug ist auch cool, ne? Von der Sachen ist auch nice gemacht mit den Flügeln und so. Nice Mucke. Ganz gechillt. Kleine Oboe im Hintergrund. Sehr geil. Oder was, einfach Gott? Man weiß es nicht. Da oben hockt ein Grimm, schnipp ihn! Ach, da oben, okay. Ach, der hängt da oben, okay. Noch einer? Ja. Junge, das kann ja jetzt nicht sein. Sie ist wie ein Äffchen hier Stress machen. Doch, scheint so zu sein. Gift von hinten! So, kaputt und auch kaputt, oder? Sitzt da jetzt noch einer oben? Nope. Kratos? Kratos? Ja, Chef. Achso, wir hätten ja auch diese Fässer alle kaputt machen können, ne? Wäre irgendwie nice gewesen. So, wir brauchen natürlich Kette und wir brauchen hier ein bisschen Öl. Sindri, bist du das? Ja, ich muss mit Kratos sprechen. Bitte, hör zu. Du musst mich Brocks Platz einnehmen lassen. Er darf nicht mit der Dame sprechen. Auf keinen Fall. Nein, das ist mein letztes Wort. Aber... Oh je. Wir werden alle sterben. Irgendwann ist das so. Könntest du kurz mal... Okay. Blau? Ist das blau? Nö, war wohl doch grün. So, was haben wir hier noch für einen Käse? Schieb mal zur Seite. Dass Atreus weggelaufen ist. Oder bist du nur Brocks Streiter? Da, schon wieder. Du machst wieder deine Andeutungen. Ist der klügste lebende Mensch wirklich so blind? Die Riesen verbergen eine geheimnisvolle Gestalt, die das Schicksal von Ragnarök ändert. Und du siehst den einzig logischen Kandidaten nicht. Der Kriege gegen Götter führte und gewann. Ich bin nicht ihr Streiter. Tja, jeder darf seine eigene Meinung haben.
So, können wir das hier wegschieben und dann kann man da wieder durch? Nee, okay, geht nicht. So, wenn ich mir das richtig angucke, müssen wir natürlich irgendwie ein bisschen aufpassen hier, ne? Kann ja aber alles in die Luft springen, oder? Oder doch? So, dann brauchen wir andere Pfeile. Okay, warum auch immer das jetzt wichtig war. Oh, shit. Ja, okay. Das meinte ich eben. Ja, muss man hier ein bisschen vorsichtig sein. Okay, das hätten wir cleverer machen können. Aber so what. Vielleicht haben sie hier ein bisschen was in den Fässern drin gelassen, die man nicht kaputt kriegen kann. Okay. Und weg. Dieses Siegel hier ist aber irgendwie komisch, ne? Am Fass. Okay, let's go. So, das Ding geht nicht auf, richtig? Jo. Ah, danke für den Hinweis. Das ist das Tor. Die Tore okay. Scheinen verbunden zu sein. Versuch mal, die Befestigung zu zerstören. Die Befestigung da hinten, oder was? Wir können ja das einfrieren, oder? Lass mal hier los, gucken uns das mal an. Die Siegelpfeile sollten auch mit Eis funktionieren. Ja, das war natürlich okay, super clever. Mhm. Also du sagst da erstmal schön einen Pfeil drauf. Und das dann raus. Okay, hier weg. Und das Ding wegdonnern. Na. Ach komm. Ja, also nochmal. Über Bande machen wir es dann. Ziehst du oder... Okay, nicht gut. Ready.
naher Freund. Von links! So, hässlich war der. Das war aber ein ziemlich finsterer Grimm. Die Zwerge werden die Tunnel nicht so leicht zurückerlangen. Interesting. So, mal gucken. Ja. So alte Tore hier, Riesenräder. Okay. Na, diese Tröge kennen wir doch schon, stimmt's, Bruder? Welche Tröge? Lass mal gucken. Oh, das da oben können wir natürlich auch irgendwie wegmachen. Wir können sicher das Wasser umleiten, damit das ja, Rad schon nicht klar, dreht. Aber ich gucke gerade. Ich gucke. Hat geklappt. Sollen wir? Andere Seite wäre auch heiß gewesen, oder? Hast du deshalb dieses Bündnis vorgeschlagen? Weil ich deine Armeen bei Ragnarök anführen soll. Weil jeder würde die andere Seite erstmal nehmen. Das ist Tiers Aufgabe, nicht meine. Es ist offensichtlich, dass Tier. Oh, Runenkiste schon wieder. Ich auch nicht. Dieses Leben ist Vergangenheit. Das Töten von Göttern wohl nicht. Oder was tun wir sonst in dieser Welt? Diese Waffe zu schmieden. Deine Wahl. Du weißt, wohin das führen könnte. Ich beschütze nur mein. Ich weiß. Und wir beide wissen, wozu dich der Schutz deines Kindes bringen kann. So, wenn da es durchläuft. Achso, wir können sowieso nur so da rankommen, oder? Wir können ja nicht hier. Aha, okay. Mal ein bisschen rumexperimentieren, oder? Das hilft uns mal gar nicht. Aber hier hinten bringt es ja auch gar nichts, oder? Hier irgendwas zu eise. Ne, bringt gar nichts. Sollen wir da hinten doch mal durchgehen? Weil man kommt ja scheinbar da oben irgendwie durch noch, ne? Mal gucken. Achso, wenn das jetzt... Achso, es ist einmal offen. Dann bleibt es offen. Na ja, komm. Weil hier oben fließt wahrscheinlich gar kein Wasser, oder? Jetzt mal ausprobieren, weil man sieht es zumindest nicht. Okay, mal anzünden, oder? Da hinten ist Nummer 2. Wo ist denn Nummer 3? Ist das Öl? So geht's. So, wo ist das dritte? Sie nur das dritte versteckt haben? Ja, das ist die Frage. Zum Beispiel hier. Eins von vier schon wieder. Ich brauche mal alle vier.
wo ich ein bisschen was kaputt mache. Ich glaube, es ist richtig anstrengend, mit Kratos irgendwo hinzugehen. Vorsicht! Diese Grimme sind von Nachtmaren besessen. Sie sind noch gefährlicher, solange wir sie nicht betäuben. Mehr von den Viechern. Was haben wir denn hier noch für Möglichkeiten? Können wir irgendwas sprengen oder so? Ah, hier kann man das zumindest mal aufmachen, dachte ich. Alter. Hinter dir, Bruder! Dass ich hier andauernd drauf gehe, das kann ja nicht sein. Wow, okay. Von oben! Geh! Raus! Wo ist er denn? Da. Hängt er immer noch unter der Decke? Ich sehe es nicht. Das ist der letzte. Bin ich dich los? Ja, da ist aber noch einer. Achtung! Gift über dir! Also richtig dumm ist er nicht. So, wollen wir das hier mal wegsprengen? Hätten wir alles im Kampf machen können, ne? Das wäre irgendwie, glaube ich, cleverer gewesen. Sie gehörte zu den Jötnern. Ja, ich meinte nicht, dass sie groß wie ein Haus war. Ich weiß, dass nicht alle Riesen riesig sind. Ein Größenunterschied ist ja auch nicht weiter schlimm. Oder unterschiedlich viele Glieder. Nein, überhaupt nicht. Lass uns mal kurz zurückgehen und gucken, wie man da jetzt das Wasser noch umladen kann. Dass man das andere Tor auch noch aufkriegt, oder? Fände ich mal interessant. So, wie könnte das gehen? Weil da oben geht ja mal gar nichts. Das Ding, kann man das ja irgendwie drehen? Nö, ne? Aber, warte mal, da fließt es da rein. Das wäre echt nice, wenn man es drehen könnte. Das bringt gar nichts. Sollte man früher
Einfach mal, also das fließt ja nicht zurück, oder? Und das Ding hier drehen. Geht auch nicht, ne? Was ist, wenn man es komplett sperrt? Also quasi hier schon. Oder das ganze Ding schon sperrt. Das bringt nichts, okay. Weil da kommt ja irgendwie Wasser raus, ne? Käme man da oben rauf? Im Moment vielleicht noch gar nicht. Okay, mal gucken. Machen wir nochmal weiter, weil... da kommen wir nicht durch. Also von daher, was ist hiermit? Achso, wir wollen da rauf. Okay, Entschuldigung. Ich dachte, das wäre eine Kette zum Ziehen. Bisschen weiter oben ist ja schon mal gut. Nee. Ah, okay. Damit kann man das Ding drehen, oder? Kann nicht anders gehen, oder? Doch, so geht's. Genau. So, wir können das andere Tor öffnen. Mhm. Warum hast du gefragt? Ich habe nur daran gedacht, wie Odin die Riesen seit Generationen bekämpft und beinahe vollkommen vernichtet hat. Zweimal. Jetzt könntest du dazu beitragen, ihn ein für alle Mal aufzuhalten. Glaubst du nicht, dass deine Frau das vielleicht nicht wollte? Maße dir nicht an zu wissen, was sie wollte. Ich spreche nur aus, was du selbst gedacht hast. Ihre Geheimnisse begleiten dich bei jedem Schritt, nicht wahr? Wenn du über deine Zweifel sprechen würdest, könntest du vielleicht besser mit deinem Sohn reden. Ich habe keine Zweifel. Sie weiß, was ich zurückließ. Sie hätte das nie von mir verlangt. Warum sollte sie es verlangen müssen? Sie sah dein Schicksal. Drei von Odins Sippe sind tot, weil sie dich auf diesen Weg brachte. Meinst du, sie wusste nicht, was es hieß, dich nach Jötunheim zu schicken? Das ist reine Vermutung und ich glaube, es reicht jetzt auch, Hoheit. Wir bemühen uns hier schließlich alle zusammenzuarbeiten. Okay, weg. Du hast recht. Das steht mir nicht zu. Also gut, bringen wir das Rad zum Laufen. Ich dachte, das wird's jetzt. Bisschen zu weit drüben, oder was? Ein Anfang. Ah, ja. Sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Ha, gemeinsam. So, hier fliegt alles in die Luft, wenn wir das wollen. Oh, ja. Oh, weia, da sind zwei. Und sie sind wütend. Und sie brennen. Achtung, rechte Seite! Jawohl. Mal kurz hier durchgucken, was hier so abgeht. Ja.
dir! Okay, es hätte gut was gebracht, wenn wir sie so dumm angestellt hätten. Haben wir noch ein paar Sprengdinger? Ja, ist ja gut. Hier. Da kommt er. Da ist der andere. Jawohl. Lass dich nicht unterkriegen, du schaffst das! Okay. Wie sie sich selber weggesprengt. Danach etwas frische Luft. Alle? Dachte ja. ich mir. Wir sind wach. Ich kann es fühlen. Man hätte ja noch brennen lassen können, die guten Jungs. Okay. Aber jetzt gucken wir mal hier. Was haben wir hier? Noch mehr Ärger? Nö. Das heißt, sind wir hier ein bisschen durchgerusht, aber ich meine... Ja genau, das war noch hier... Und dann sind wir auch durch, oder? Dann können wir weiter. Hör mal. Ich wollte dich nicht provozieren, sondern deine Ehe anzunehmen. Ich glaube nur, dass dein Kopf dir etwas anderes sagt als dein Instinkt. Und davon verstehe ich einiges. Ja. Ich sag, wir sind so noch. Lass mich raten, wir wollen darauf. Wenn wir hier raus sind, lasse ich dir etwas Zeit, um zu überlegen, ob du bereit bist, die Waffe mit allen Konsequenzen herzustellen und zu benutzen. Das ist ja sehr nett. So, wir wollen ja mit der Dame sprechen. Jetzt gucken wir erstmal, was überhaupt die Dame ist. Inzwischen sehe ich zu, was ich hier sonst noch erfahren kann. Vielleicht schicke ich ja obendrein noch ein paar Einherja nach Valhalla. Tja, Brock ist schon da. Hey, okay, da sind wir hier oben bei der alten Schmiede, oder was? Wo ich wir schon mal waren. Ich habe hier alles vorbereitet. Jetzt müssen wir nur noch zur Schmiede gelangen. Falki! Okay, gibt schon wieder Ärger. Achso, sie fliegt dahin. Okay, sehr nice. Okay, zur Schmiede gehen wir aber erst beim nächsten Mal, okay? Also, bis dann. Ciao.